Du bist also der Neue. Na, herzlich willkommen. Stell dich doch vielleicht mal kurz vor und sag uns, was bei dir so los ist im Leben. Ich heiße Felix, bin selbstständig und habe vor kurzem die Frau meines Lebens verlassen. Das ist los. Magst du ein bisschen davon erzählen? Erzählen? Forget it, Freud. Erstens, ich bin nicht verrückt. Zweitens, ich bin nur hier, weil ich nett sein wollte. Und drittens, es gibt eh nichts zu erzählen. Es ist Schluss. That's it. Also, wenn niemand sonst will, würde ich gern was erzählen. Nach knapp 5 Jahren Beziehung habe ich mich von Sophie getrennt. Vorbei. Ende. Also, seit einiger Zeit steht nachts mein toter Vater neben meinem Bett. Warum? Die Frage musste ja kommen. Er steht immer da und ruft immer wieder: Thomas, lass die Finger von Telekommunikationsaktien. Mein Anlageberater aber sagt, das sind jetzt Einstiegskurse. Naja, und jetzt bin ich sehr unsicher, auf wen ich hören soll. Mein Vati hatte doch nie so richtig Ahnung von Geld, aber andererseits... Wenn ich es mir leicht machen wollte, würde ich einfach den Satz sagen, den ich selber viel zu oft gehört habe. Meine Gefühle für dich haben sich verändert. Verzeih, aber meine Gefühle für dich haben sich verändert. Meine Gefühle für dich haben sich verändert. Bitte zieh zum nächsten Ersten aus. So ein Kacksatz. Auch wenn er stimmt. Ich dachte ja mal, Sophie und ich, wir wären was Besonderes. Das Traumpaar aus dem Märchen, dachte ich mal. Hi! Na? Bring den Vorschlaghammer mit, wenn du heute Abend kommst. Alter, ist das ein klasse Song! Das ist Deutschrock! Ich wäre gern Picasso. Picasso war ein Schwein. Aber ein großartiges. Ich hab Lust, dich zu küssen. Und so kamen wir uns näher. Ganz unverbindlich, na klar. Und ganz ohne Besitzansprüche. Wir sind bloß beste Freunde. Genau, das war bloß Nachbarschaftshilfe. So weit, so gut. Doch nach einigen Abenteuern, die uns zwar erfahrener, aber nicht wirklich glücklicher gemacht hatten, mussten wir feststellen... Sophie? Felix! Sophie. Mit dir ist es am schönsten. Selber.